Dass wir jetzt heute hier alle so zusammen sitzen können, das wirkt unkompliziert, aber das ist natürlich durch diese ganzen Corona-Regeln ein hochkomplexer Vorgang. Ja, also man darf ja den Raum nur mit 60% auslassen. Das führt dazu, dass 40% Abstand zwischen den Menschen ist. Das ergibt dann insgesamt 100% 3G minus Kubik mal. Also es sind so viele Regeln, dass wir, also wir haben uns dann einen besorgt, der das übersetzen konnte von Regel in Deutsch. Der hat mehrere Semester Corona-Regeln studiert in Harvard. Ja, also wir sind ja alle gebrieft, dann sind wir alle getestet, dann sind wir geimpft und gechippt und wir sind desinfiziert, laminiert, die Band ist sogar entwurmt. Abstand auch, ne? Also ich halte Abstand untereinander, ich halte auch zu mir selber Abstand. Das ist mir nicht immer leicht gefallen, also in der Pandemie habe ich mich sogar einmal berührt. Aber sofort getestet, nicht schwanger. Also das ist, wie gesagt, alles so kompliziert. Ich glaube, weil man eben hier in Deutschland gemerkt hat, wir können das Virus nicht besiegen, wir können es nur noch verwirren. Ja, also dahingehend, dass sich das umkippt. Ja, also dass nicht mehr der Mensch Angst hat vor dem Virus, sondern dass das Virus Angst hat vor uns und sich dann irgendwie verzieht. Ne? Was weiß ich, zum Mond. Ja, und das ist eben, wie gesagt, sehr komplex. Und wir müssen uns natürlich auch langsam irgendetwas einfallen lassen, denn diese Situation spaltet ja die Gesellschaft. Ja, man spricht ja schon von der Spaltung der Geimpften und der Ungeimpften und da muss jeder Stellung beziehen und ich tue das auch. Um sozusagen die Spaltung zu überwinden, mache ich es jetzt konsequent so, ich treffe mich nur noch mit Geimpften und Ungeimpften. Ja, aber alle anderen sind komplett raus. Ja. Und da gibt es ja auch eine ganze Menge. Ne? Also gibt es ja Geimpfte, Ungeimpfte, dann gibt es Impfgegner, dann gibt es Impfleugner. Das sind die, die sind geimpft, streiten es aber ab. Es gibt Transgeimpfte. Ja, die sind ungeimpft, fühlen sich aber geimpft. Dann gibt es natürlich momentan Kranke, dann gibt es symptomlos krank oder wie man früher sagte, gesund. Und es gibt Genesene und genesen ist man ja aber auch dann wieder nur 3 Monate. Danach ist man ja postgenesen und im Sinne schon wieder präkrank. Ja? Und natürlich versucht man das jetzt irgendwie mit dem Impfen irgendwie zu forcieren. Ja, jetzt weiß man ja, die dritte Impfung ist die wichtigste. Wo ich mich als Laie natürlich frage, wenn die dritte die wichtigste ist, warum gibt man denn die dritte nicht gleich zuerst? Ne? So. Aber das geht natürlich auch nicht, weil die dritte braucht man ja, damit man dann die vierte Impfung besser verträgt. Also man versucht das jetzt irgendwie zu kanalisieren mit dieser Impfpflicht, was ja aber auch wiederum kein Zwang ist. Ja, die Impfpflicht ist ja nur da, dass man sich freiwillig verpflichtet, also dass man sich impfen lassen zu müssen, dürfen, also zu mürfen. Also so, ja, also irgendwie ist es da schwierig, einen Ausweg zu finden. Und es gibt ja Menschen, die gar nicht geimpft werden können. Ja, das wird auch oft vergessen. Also bei mir ist es zum Beispiel der Fall, ich war zweimal beim Impfen und die Impfnadel ist zweimal am Bizeps zerschellt. Ja, also